Herzlich willkommen zu Erstaunlich, das Gespräch mit der Bibel. Es ist ein Konflikt, den viele auch nach Jahren nicht wirklich verstehen. Reicht es zu glauben, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist? Ist das genug? So klingt es zumindest bei Paulus im Römerbrief. Gerechtigkeit ohne Werke. Aber im Brief des Jakobus steht, ohne Werke ist der Glaube tot. Ja, was denn jetzt? Glaube oder Werke? Anders gefragt, gelten die alttestamentlichen Gesetze noch oder hat Jesus sie alle für uns erfüllt? Wir wollen heute Licht ins Dunkel bringen und dazu begrüße ich Anatoli Uschomirski, Leiter einer jüdischen Gemeinde in Stuttgart und meinen lieben Kollegen Hartmut Hühnerbein. Glaube oder Werke? Was sagt ihr dazu? Also das ist ja ein zentrales Thema der Bibel, aber auch ein zentrales Thema für unser Leben. Ich habe immer so den Verdacht, dass diese sogenannte Werkgerechtigkeit wir letztlich dem Alten Testament verdanken, weil die Juden es sind, die die Gesetze haben und auch mit den 10 Geboten nicht zufrieden waren, dann noch, glaube ich, über 700 andere Gesetze und Ordnungen gemacht worden. Das ist so, das erlebt man dann auch so als zwanghaft. Und du hast es in der Anmoderation gesagt, Paulus rebelliert dann. Er ist ja auch Jude, rebelliert dann dagegen. Wir müssen klären, wogegen Paulus rebelliert. Ich vermute, dass viele unserer nicht-jüdischen Zuschauer nicht sehr viel mit diesen Ausdrücken anfangen können, die Werke der Gerechtigkeit oder Gesetz. Und ich denke, das wäre wichtig für uns allen von Anfang an zu klären, was ist das Gesetz? Ja. Was sind die Werke der Gerechtigkeit? Übrigens, das ist interessant zu wissen, als 200 Jahre vor Christus das Alte Testament, die Tora, zum ersten Mal ins Griechische übersetzt wurde, waren viele jüdische Gelehrten unglücklich. Warum? Weil man im Griechischen kein entsprechendes Wort für die Tora gefunden hat. Aha. Und das hat man mit einem Gesetz bzw. Nomos übersetzt. Nomos. Ja, ja. Nomos. Aber die Tora im Grunde genommen ist kein Gesetz, sondern das ist eine Lebensweisung. Gott hat gesagt, ich gebe euch meine Tora, damit sie danach leben können. Und weil es kein entsprechendes Wort im Griechischen gibt, hat man das mit Gesetz absolut so übersetzt. Richtig. Und okay. Von daher kommt dieses Verständnis bei den Leuten, Gott hat uns etwas ganz Strengeres gegeben, das wir nicht halten können. Denn das ist ja schon, also wenn wir jetzt Gesetz hören im Deutschen, das ist schon etwas Strenges. Wenn ich meine Studenten frage, die ich unterrichte ab und zu mal im Alten Testament, mit Gesetz haben sie grundsätzlich Schwierigkeiten. Das klingt ein bisschen negativ, streng, hat mit Gericht zu tun, mit Strafe, so, ja, aber... Also ich kann das gut nachempfinden, auch den Unterschied zwischen Gesetz und Lebensweisung. Aber ist Lebensweisung nicht letztlich auch eine Weichspülung des Gesetzes? Ist, wenn man mit dem Begriff des Gesetzes arbeitet, so hart das auch ist, ist das nicht viel aufrichtiger, viel ehrlicher? Also für mein Verständnis hat das Gesetz ja unterschiedliche Funktionen. Zunächst mal, wenn ich Gesetze habe, kannst du meinetwegen auch Lebensweisung sagen, die prägen mein Gewissen. Und das Gewissen steuert mein Handeln. Und wenn ich gegen eine Lebensweisung, gegen ein Gesetz mich verhalte, dann richtet sich mein Gewissen. Also ich weiß schon, wenn ich irgendwas falsch mache. Das Gesetz überführt aber auch. Das heißt, wenn ich nur 120 fahren darf und ich fahre schneller und ich werde geblitzt, dann bin ich öffentlich-rechtlich überführt, habe auch gegen ein Gesetz verstoßen. Aber das Gesetz ist auch die Grundlage, wo gerichtet wird. Und ob nun die Tora, ob ich das als Gesetz übersetze oder Lebensweisung, am Gericht komme ich doch nicht vorbei. Nein, natürlich nicht. Aber ich denke, das wäre sehr hilfreich, wenn wir auf die Ursprünge gehen und sehen, wem und unter welchen Umständen und zu welchem Zweck die Tora bzw. das Gesetz gegeben wurde. Als das Volk Israel aus dem Ägypten herausgeführt wurde, Gott hat uns errettet. Das reden wir jedes Jahr, jüdische Menschen, beim Passafest. Gott hat uns aus der Knechtschaft errettet. Das ist ein Bild eigentlich für die Zukunft, auch für die Christen, wie Jesus uns aus der Sünde errettet hat. Und dieses errettetes Volk führt Gott zum Sinai
Und dort gibt er diesem Volk seine Tora. Ja, nachdem aber ein heilloses Chaos bei denen herrschte. Nachdem er das Volk errettet hat, dem erlösten Volk, die erlösten Menschen haben ein Gesetz bekommen, damit man sieht, wie die erlösten Menschen in diesem Welt nach der Tora, nach dem Gesetz Gottes leben können. Das ist, ich lese das mal kurz vor, dass wir das finden, 2. Mose 20, Vers 1 eigentlich. Gott sprach folgende Worte und dann heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Jawohl. Und dann kommen die Gebote. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst, ja, dann kommen eigentlich die 10 Gebote und all das. Genau. Das heißt, du sagst, das ist die richtige Reihenfolge. Erst Gott erleben als Retter und dann eigentlich das Halten des Gesetzes als Antwort auf diese Rettung? Genau. Und nur nach dem Bekommen der Tora, nach dem Bekommen des Gesetzes, verstanden wir uns Juden als Volk. Das Volk des Buches, das Volk der Tora. Ohne Tora gibt es kein jüdisches Volk. Dann sind ja die Juden dem Denken Luthers näher als viele andere. Denn der sagt ja eben, die guten Werke sind Ausdruck oder Folge des Glaubens. Eigentlich ja. Und nicht Voraussetzung. Ja, aber ich vermute, Luther hatte auch ein Problem mit dem Gesetz gehabt, oder? Na, denke ich schon, mit vielen Gesetzen, also mit ganz unterschiedlicher Art. Aber, weißt du, das klingt mir alles zu rund. Mhm. Wenn ich in Israel bin dann, und der Schabbat da ist, dann gibt es dann einen Fahrstuhl, der hält an jedem Stockwerk, damit der fromme Jude nicht drücken muss. Mhm. Und dann arbeiten da keine Juden, sondern dann arbeiten arabisch geprägte Menschen in Restaurants und weiß der Geier was. Und dann frage ich mich, weswegen veranstalten die das alles? Die wollen doch eine gute Nummer vor Gott haben, oder? Wir müssen etwas verstehen. Ich gehe von dem, kommen wir zur Bibel her. Ich gehe von dem Satz Jesu. Das ist ein sehr wichtiger Satz, der steht in dem Herz von der Bergpredigt, in Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus ganz gewichtigen Satz über das Gesetz. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Also das heißt, schon in damaligen Zeit gab es Menschen, die gedacht haben, ach, Jesus ist da und er hat das Gesetz abgeschafft. Wenn Jesus und dann auch Paulus im Römerbrief und dann auch Jakobus alle behaupten, dass Gesetz gut und heilig ist, dann verstehen wir etwas wahrscheinlich nicht richtig, wenn wir sagen, okay, aber das ist ja eine große Problematik mit diesen Leuten in Israel, die Gesetze halten und diese Gesetze so penibel und so weiter und so fort. Und das ist ja richtig so. Die Pharisäer haben versucht, aus dem Gesetz, das dem Volk eigentlich zum Leben gegeben wurde, eine lange Reihe von den Regeln zusammenzustellen, die die Menschen überhaupt nicht halten konnten. Das waren zusätzliche Gesetze, zusätzliche Regelungen. Genau, das waren die zusätzlichen Regelungen. Und Jesus geht so weit, dass er sagt, mit euren zusätzlichen Regelungen setzt ihr sogar das Gesetz außer Kraft. Genau, genau. Jesus hat nie in seinem Leben das Gesetz gebrochen. Er hatte gekämpft mit diesen Gruppen von Pharisäern um die richtige Interpretation des Gesetzes, weil er eigentlich das auch das Gesetzgeber ist. Er heilt am Sabbat? Das ist ja eigentlich Gesetzesbruch. Nein! Er reißt Ehren am Sabbat aus. Wenn man, Leute, es ist interessant, wenn man die Diskussionen im Talmud beobachtet, gestern habe ich schon erwähnt, was Talmud ist, in der letzten Sendung, dann sieht vielleicht man, sagst du es jetzt noch mal. Ja, genau. Die Sammlung von den Interpretationen und Diskussionen über das Heilige Schrift, der Heilige Schrift. Und das ist ja eine Sammlung von den rabbinischen Diskussionen. Und im Talmud kann man so gut das beobachten, dass Jesus eigentlich das ausgesprochen hat, was den Schabbatregeln betraf und die Gesetze betroffen hat, was viele Rabbiner von ihm schon mal gesagt haben. Er war nicht im Konflikt mit den vielen rabbinischen Lehren, sondern er hat konfrontiert nur die Missinterpretation des Gesetzes. Und dagegen hat er gekämpft. Auch dagegen hat Paulus auch gekämpft.
dass die Leute das Gesetz nicht missinterpretieren. Also diese Gesetze, also geht mir das auch mit Ordnungen und Regeln, dann empfindet man das immer als Entmündigung. Da kriegt man Vorschriften gesetzt. Und wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, dann geht es nicht um Entmündigung, sondern das Gesetz gibt mir auch eine Freiheit, eine Befreiung, wenn einige wesentliche Orientierungspunkte erfüllt sind. Natürlich, das Gesetz ist für die Menschen da. Genauso wie Jesus gesagt hat, der Schabbat ist für die Menschen da. Das Gesetz ist uns gegeben, um zu zeigen, wie man erlöste Menschen, die Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind, in dieser Welt leben können. Aber ist es nicht auch so, wenn mein Vater mir gesagt hat, Junge, das machst du jetzt so, dann habe ich das nicht als Entmündigung empfunden, dann habe ich das so gemacht. Und dann drückt sich darin ja auch etwas aus über mein Verhältnis zu meinem Vater. Absolut richtig. Und wenn du erwachsen würdest, dann hast du das weiter das so gemacht, nicht weil der Vater dich kontrolliert hat, sondern dass das Gesetz oder die Regelungen von dem Vater ein Teil deiner Identität geworden sind. Und so ist auch mit den Menschen. Jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Wir waren gerade bei Matthäus 5, 17. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen oder abzuschaffen. Genau. Und dann sagt er ja noch weiter, im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und da denken viele heutzutage auch, ja, Jesus hat ja alles erfüllt. Mhm. Wozu brauchen wir, wozu brauchen wir das noch? Andererseits sagt Jesus ja auch wenig später im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, in einem anderen Zusammenhang, kommt alle zu mir, ja, und dann sagt er, nehmt mein Joch auf euch. Also das hat ja auch irgendwie, sind wir doch nicht ganz frei, oder? So verstehe ich das zumindest. Es ist so. Das ist auch ein bisschen Sprachproblem. Wenn wir diesen Satz... Das ist interessant, wie er mit uns umgeht, ne? Immer wenn wir kritische Fragen haben, sagt er, das ist dein Sprachproblem. Leute, aber ihr müsst verstehen. Ihr müsst verstehen. Das ist genau. Gut. Leute, ohne die jüdische Hintergründe wir das nicht richtig verstehen. Dann sag uns. Und ich versuche das einfach euch und unseren Zuschauern auch zu helfen. Wir hören auch ganz brav zu. Es geht darum, den Satz Jesu, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Schriften der Propheten nicht abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Das ist eine typische rabbinische Art und Weise, miteinander zu reden. Jeder Schriftgelehrte oder jeder Rabbi im ersten Jahrhundert hatte seine Interpretation des Gesetzes. Und diese Interpretation war nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Und das hieß mein Joch. Der Rabbi sagte seinen Schülern, ich gebe euch mein Joch. Mit anderen Worten, ich gebe euch meine Interpretation, wie die gläubigen Menschen in dieser Welt leben sollen. Meine Interpretation des Gesetzes. Ob ich das will, weiß ich nicht. Und sobald... Machst du das als Pfarrer nicht, wenn du predigst? Nee. Lass mich ganz kurz bis zum Ende. Ja, mach mal zu Ende. Ja. Und sobald zwei Rabbiner oder zwei Gelehrte miteinander diskutierten und einer hat seine Version von dem Gesetz ausgelegt, der andere könnte ihm sagen, Moment, du zerstörst das Gesetz, wenn er etwas nicht richtig gesagt hat. Oder wenn es wirklich richtig gesagt hat, dann könnte der sagen, du erfüllst das Gesetz. Also Gesetz zu zerstören und erfüllen hatte mit einer richtigen Interpretation des Gesetzes zu tun. Aber können wir vielleicht mal beim Text bleiben, denn da steht doch, mein Joch passt euch genau. Das ist jetzt Matthäus 12, Vers 30. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Diese jüdischen Interpretationen machen das alles nicht viel leichter. Kommt drauf an, wer das interpretiert. Jesus war Jude und seine Interpretation des Gesetzes war durchaus jüdisch. Jesus, der Sohn Gottes, der selber bei diesem Gesetz als Gesetzgeber kommt, ja, er weiß die beste Interpretation von diesem Gesetz und die Bergpredigt ist nichts anderes eigentlich als eine Interpretation des Gesetzes, wie Jesus das versteht. Das ist sehr hilfreich. Aber ich gebe dir recht, Hartmut,
Es ist schon, mit was für einem Selbstbewusstsein diese Rabbiner da aufgetreten sind. Und das ist hier meine Interpretation, das ist mein Joch. Ja? Genau. Und Jesus reiht sich da ein. Und also das ist ja irgendwo dann doch sehr menschlich, oder? Ich glaube. Ja, also ich denke mal, natürlich ist es menschlich, aber wenn. Ich denke, dass das begreife ich jetzt langsam, dass jüdisch geprägte Menschen eine andere Kultur haben, mit dem umzugehen. Mhm. Wenn wir Gesetz hören, dann ist das so. Und es ist so lange so, bis irgendein Gericht oder ein Bundesverfassungsgericht oder ein Bundestag das Gesetz verändert hat. Er diskutiert munter über das Gesetz und ringt jetzt nicht despektierlich oder einfach zu sagen, wenn man dann in so jüdischen Lehrzirkeln ist, da wird darüber palabert. Das entspricht ja auch dem Psalm 119, im Vers 97, wo steht, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Was muss ich über ein Gesetz nachdenken, wenn es doch klar da steht? Die reden darüber. Genau, oder Psalm 1. Ja. Ich habe Lust an deinem Gesetz. Ja, das kann ich nun überhaupt nicht. Weil es ja auch nicht ein theoretisches Nachdenken ist, sondern, wie du ja auch gesagt hast, es geht immer, wie lebe ich das, wenn es Lebensweisung ist. Ja, es geht ja immer um die praktische Umsetzung. Und wir Deutschen neigen manchmal dazu, so im Theoriegeschwafel hängen zu bleiben. Aber nun gefällt mir das schon besser. Nun ist ja Luther, das ist ja für uns, sage ich mal, einer, der mal zentral über das Verhältnis von Werke, Gesetz, Glaube nachgedacht hat. Und da sagt er ja, bleibt niemand etwas schuldig, also im Römerbrief Kapitel 13, abgesehen von der Liebe. Und dass die Liebe ist sozusagen die Erfüllung des Gesetzes, das Gebot der Liebe. Und ich kann mich nicht selber vor Gott rechtfertigen und ich kann mich nicht selber vor Gott annehmbar machen, sondern ich bin angenommen und ich bin gerechtfertigt aus Glauben. Und da hat ja Luther lange zu gebraucht und ich glaube, über sein Nachdenken über den Römerbrief ist ihm dann diese Erkenntnis gekommen, denn er ist ja der Frage nachgegangen. Und hallo, das ist ja die Frage, die uns auch bewegt, nämlich, wie finde ich einen gnädigen Gott? Ja, lieber Hartmut, ich denke, wir müssen berücksichtigen, dass das Römerbrief nicht Luther, sondern Paulus geschrieben hat. Da wäre ich als Letztes drauf gekommen. Ja. Ich möchte keine Theologie ruinieren, aber ich glaube, Luther hat Paulus nicht so ganz verstanden, wie Paulus das von Anfang an gemeint hat. Paulus war durchaus Jude und er lebte unter diesem Rahmen vom Gesetz. Das war für Paulus sehr wichtig. Ich möchte gerne zurückkommen zu diesem Satz, mein Joch ist nicht schwer, das, was Jesus uns sagt. Warum meint er, dass sein Joch ist nicht schwer? Obwohl, wenn wir in der Bergpredigt seine Auslegung von dem Gesetz lesen, dann ist es für uns top. Zu schwer. Zu schwer. Ja. Ich glaube, hier gibt es einen Link zum neuen Bund. Jeremia 31, Vers 31 wird das Inhalt vom neuen Bund beschrieben. Und das heißt, ich möchte meine Tora, beziehungsweise mein Gesetz, sagt der Herr, in euren Herzen hineinlegen. Nicht als Buchstaben, sondern als Herzenswunsch. Ich mache es möglich für euch, dass ihr mein Gesetz liebt und danach lebt. Und das ist ja Lebensstil der ersten Christen, die ersten messianischen Gemeinde in Jerusalem. Warum war das so anziehend? Warum waren sie so beliebt unter dem Volk? Wenn sie gegen das Gesetz verstoßen hätten, dann würden sie nicht unter Juden so geliebt. Kann man da jetzt auch sagen, dass eigentlich, wenn ich das jetzt verstanden habe, wenn ich aus Liebe gegenüber Gott und Liebe gegenüber Menschen handle, ich das Gesetz erfülle, so wie Jesus ja sagt in Matthäus 22, das ist ja wie so eine Zusammenfassung des Gesetzes. Ich weiß nicht, ob du dich damit schwer tust, aber Zusammenfassung, eigentlich runtergebrochen. Denn die Frage ist ja, welches ist das wichtigste Gebot? Was, Matthäus 22, Vers 36, im Gesetz des Mose. Und Jesus antwortet,
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote, alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Das heißt, eigentlich besteht das Gesetz für uns heute nur noch in zwei Geboten. Eigentlich das, was du jetzt gelesen hast, ist nicht neu. Das ist eine alte jüdische Überlieferung, die hier in der Bibel wiederholt wird. Und da gibt es die Geschichte in der jüdischen Überlieferung, dass ein Nichtjude zu einem jüdischen Rabbiner, dem Hillel, kommt und fragt ihn: Kannst du mir in einer Minute erklären, was Gesetz ist? Und er sagt ihm: Ja, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist genauso den Satz und nichts anderes. Das heißt, Jesus hat den geklaut, oder? Nein, gar nicht geklaut, aber er lebte in... Er war ja Jude. Natürlich, er lebte in der Tradition seines Deswegen Volkes das. Und das war ganz normal. Nun, das Problem ist es, dass wir, die modernen Menschen, leben in einem griechisch-hellenistischen Kontext, ob wir das wollen oder nicht wollen. Und wir brauchen die Definition von der Liebe, sonst wird die Liebe, sorry, verwässert. Alles, jeder versteht die Liebe auf seine Art und Weise. Und deswegen brauchen wir die biblische Definition. Was heißt, ich liebe meinen Nächsten? Okay. Das heißt ganz genau, ich klaue nicht, ich lüge nicht, ich beneide ihn nicht, ich behandle ihn so, wie Gott mich behandelt. Das ist die Definition. Ja gut, aber ich denke mal, wir können das ja auch immer auf einfache Formeln bringen. Ich glaube, der Kirchenvater Augustinus war es, der hat gesagt, liebe und dann tue, was du willst. Das heißt, wenn die Liebe Motivation und Grundlage all meines Handelns ist, werde ich den Menschen nicht beklauen, nicht töten, denn das ist liebloses Verhalten. Gut, in mir arbeitet noch so ein bisschen deine Luther-Kritik hier. Die kann ich überhaupt nicht verdauen. Und wie du das auch mit dem Paulus da hingeschoben hast. Ich würde sagen, das Leben des Paulus ist auf den Kopf gestellt worden, weil er Christus begegnet ist. Ja. Und ich glaube, jedes Leben eines Menschen wird auf den Kopf gestellt, wenn er Christus begegnet. Und wenn ich dann das Gesetz und das Liebesgebot in Ausdruck meines Verhältnisses zu Christus ist, dann bekommt es daher die Einfärbung. Und das war, denke ich, auch die tiefe Erkenntnis von Luther. Ich muss hier Luther nicht verteidigen, auch wenn wir jetzt im Lutherjahr und alles sowas vor uns haben. Aber ich denke, der Schlüsselpunkt ist schon Christus und die Begegnung mit Christus. Und was macht die Begegnung daraus? Und wenn ich an Jesus Christus glaube, dann wird das auch meine Werke bestimmen und so weiter und so fort. Du hast vollkommen recht. Luther war ein Kind seiner Zeit. Und ich glaube, ein größtes Problem war, dass er das katholische Gesetz zusammen mit dem Gesetz Gottes gestellt hat. Und deswegen meine ich, dass er Paulus nicht ganz verstanden hat. Ja. Ah, jetzt sind wir uns doch wieder einig. Das ist ja Aber es ist ja interessant, dieser Punkt, durch Christus wurde ja auch die Theologie eines Paulus erneuert. Und da kam vieles dazu. Paulus schreibt mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, lässt er so einen Satz raus, alles ist mir erlaubt. Das klingt ja... Also für einen Pharisäer, für einen Ex-Pharisäer, ganz interessant, die totale Freiheit. Dann ergänzt dann, ja, aber es ist nicht alles gut. Aber das klingt so für mich so, durch Christus bin ich zu einer neuen Freiheit auch gekommen und führt mich zu der Frage, wie machen wir das denn jetzt? Wie leisten wir jetzt den richtigen Transfer vom Gesetz in unser heutiges Leben? Alles ist mir erlaubt, ist mir alles gut. Wenn ich nachher auf der Autobahn bin, Geschwindigkeit, alles ist erlaubt. Aber es ist nicht gut, wenn du schneller als 120 fährst, oder? So, genau. Darf ich kurz zu diesem Satz etwas sagen? Ja. Alles ist mir erlaubt. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann in der Apostelgeschichte, in dem 26. Kapitel, lesen wir, wie Paulus nach Rom kommt. Er kommt nach Rom und lädt die alle jüdische Leiter in diesem Stadt zu sich. Das sind keine messianischen Juden, das sind keine Judenchristen, sondern die Leiter von den jüdischen Gemeinden. Und diesen Leuten sagt er einen entscheidenden Satz im Vers 17, Apostelgeschichte 26, 17, sagt er, ich habe mein ganzes Leben nie das jüdische Gesetz und die jüdischen Bräuche verletzt.
ist der Paulus wie ein Chamäleon. Einigen sagt dann das und der anderen sagt das etwas anderes. Nein, das glaube ich nicht. Paulus ist authentisch. Und aber jetzt redet er ja mit den Korinthern und das sind ja Heiden. Genau, genau. Und das ist der Clou. Der Paulus versuchte zu den allen Gruppen, die er angesprochen hat, die Stolpersteine von den Weg, auf den Weg zu räumen, damit sie Christus mehr und mehr kennenlernen können. Okay. Und in dem Kontext zu diesen Leuten spricht Paulus so, damit diese Leute am besten das verstehen, auch über das Gesetz. Gut, aber das sind die Zugänge und deswegen darf man ja auch nicht vergessen, dass Gesetze oder Ordnung da sind oder alles ist erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Ich denke, man kann das auf so eine Schlussformulierung hin. Wofür gibt es am Balkon ein Geländer, damit ich nicht von dem Balkon abstürze? Warum gibt es eine Schranke, damit ich nicht mit unter die Eisenbahn gerate, wenn sie da mit hoher Geschwindigkeit geht? Das heißt, das sind ja alles Begrenzungen, ja? Und die Frage ist doch, verstehe ich Gesetz grundsätzlich als Begrenzung und meines Lebens? Oder sage ich, diese Gesetze oder diese Ordnungen sind für mich eine Leitplanke oder eine Leitlinie für ein gelingendes Leben? Und dann sind wir bei dem Anfang wieder, was du gesagt hast, dass ja in deiner ersten Bemerkung dazu, du hast es als Lebensweisung genau. bezeichnet. Genau. Und dann kann ich sagen, alles ist erlaubt. Mhm. Ich kann mich natürlich auch zu Schanden richten. Mhm. Ich kann mich auch selber umbringen. An dieser Stelle müssen wir einen Punkt setzen. Liebe Zuschauer, Frage an Sie, wie halten Sie es mit dem Alten Testament? Mit dem Gesetz oder mit den Geboten Gottes. Machen Sie einen Unterschied zwischen Glaube und Taten? Wir hoffen, dass Ihnen unsere Diskussion genügend Impulse für Ihr Leben gegeben hat und dass die Gespräche über dieses wichtige Thema bei Ihnen zu Hause weitergehen. Shalom, bis zum nächsten Mal.